Packen wir es an! Für unsere besten Freunde! Und für ganz immergrün! Die Tafel versteckt hat. Wäre ich das World Wide Web, würde ich in der Nähe der Pflanzen leben wollen. Du hast recht. Das ergibt definitiv Sinn. Schätze ich zumindest. Aber wo ist das Feld? Ich kann überhaupt nichts sehen. Vielleicht. Oh, keine Ahnung. Oh, meine Nase ist so kalt, dass es schwer zu sagen ist. Und ich habe noch nie zuvor nach so etwas Ungewöhnlichem gesucht. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier schaffe, Bree. Es tut mir leid. Jetzt hör mal gut zu, Felicity. Ich weiß vielleicht nicht, wie das Herz des World Wide Webs oder wie auch immer das heißt riecht. Alles, was ich gerade riechen kann, ist meine Angst. Aber wenn jemand das finden kann, dann du. Glaubst du das wirklich? Nein, ich weiß es. Du hast uns hierher gebracht, oder nicht? Ja, das hab ich. Warte. Ich denke, vielleicht... Ja, ich fühle etwas. Los, Felicity! Das World Wide Web liegt nördlich von uns und es riecht definitiv sehr holzig. Sind wir endlich da? Mir ist so kalt. Ich verwandle mich gleich in ein Bunny-Eis. Halt durch, Breezy Bree. Ich glaube, es ist direkt vor uns. Oh, wow. Bree, beeil dich. Ich hab's gefunden. Es ist hier drunter. Oh, du meinst, das Herz des wilden und wundervollen World Wide Web liegt unter einer riesigen Möhre? Ja. Oh, jetzt fühle ich mich irgendwie so besonders. Du bist was Besonderes. Geh zur Seite. Hier, bitte sehr. Danke. Wir können uns um den Eiswagen kümmern, solange die Pinguine zum jährlichen Wascherennen im Frostwald sind. Karotten-Guave, meine Lieblingssorte. Warte, wir sollen das Eis herstellen und es nicht essen. Entschuldigung. Gut, dass ich das hier gebaut habe. Ja. Wir haben den Pinguin das Geschäft ruiniert. Hey, und was ist mit der Eis- und Schneemaschine? Eine super Idee. Die Maschine bringt arktischen Wind den ganzen Weg aus dem Frostwald hierher. Schnell stellen wir alles zurück in den Eisschrank. Und fertig. Wir haben es geschafft. Problem gelöst. Wir haben uns eine Belohnung verdient. Ein Eis? Nein, nie wieder. Flick, ich wünschte wirklich, du hättest deinen Rucksack gefunden und rechtzeitig gepackt, denn wenn du das hättest, dann... Tada! Ich bin Felicity. Ein Bild von meinem wütenden Gesicht zu malen, hilft uns aber nicht, nach Frostwald zu kommen. Trotzdem ist das eine sehr gute Zeichnung. Ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn wir Pause machen und picknicken? Wer hat das Essen dabei? Oh, hier ich! Oh nein, ich habe auch das Essen wieder ausgepackt. Wir
Wir haben gar kein Essen dabei? Vielleicht sollten wir lieber zurück nach Hause gehen. Nein, wir geben jetzt nicht auf. Ich weiß, wir finden den Weg nach Frostwald. Flap, meinst du, du kannst hoch über die Bäume fliegen und schauen, ob du den Weg siehst? Kleine Schritte. Ja, in Ordnung. Ich versuche. Ich sehe die Schneeberge. Zum Schneeberg geht es da entlang. Gut gemacht, Flap. Die Stadt liegt direkt am Fuß des Berges. Frostwald sieht wirklich rustig aus. Hier ist ein Schal von mir und einer von Flick. Zeit zum Schlittenfahren. Ja, Jayla. Mit den Schlitten sind wir am schnellsten in Frostwald. Kleine Schritte. Aufgepasst, Frostwald. Wir kommen. Wäre, die heiße Kakaofabrik etwas weiter weg vom Schlüsselgletscher aufzustellen. Tust du das? Was zum Wirbelwind war das denn? Ein Schneeteufel? Es war mit Sicherheit kein Schneehase. Oder ein Schneefuchs. Oder ein Schneeleopard. Mädels, ich glaube, wir haben es hier mit einem Geheimnis zu tun. Ah!